Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 15. Februar 2018? Heute ist Neumond. Und heute ist eine partielle Sonnenfinsternis. Das ist zwar im Südhalbkugel beobachtbar, in Südamerika und in Antarktis. Was bedeutet ein Finsternis? Es gibt Mondfinsternisse und es gibt auch Sonnenfinsternisse. Wenn ein Vollmond oder ein Neumond im Mondknoten befindet, was ist dieser Mondknoten? Das sind die karmischen Knoten. Einmal haben wir die absteigende Mondknoten und genau in diesem Bereich bewegt sich die Mond und entsteht auch dieser Neumond in die Nähe von diesem absteigenden Mondknoten in Tierkreiszeichen Wassermann. Und es beschreibt die alten Karma, jetzt nicht diese Mondfinsternis, sondern die Mondknoten, diese absteigende Mondknoten. Und es gibt die aufsteigende Mondknoten und da haben wir karmischen Lernaufgaben. Und es bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Löwe. Und wie entstehen diese Mondknoten, diese aufsteigende und diese absteigende Mondknoten? Mond bewegt sich um die Erde und hat eine Umlaufbahn, die Mondumlaufbahn. Unserem Planet Erde, genauso wie anderen Planeten auch, bewegt sich durch die 12 Tierkreiszeichen. Weil die Bewegung macht nicht die Sonne, sondern die Bewegung macht die Erde. Die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem. Und diese Bewegung, diese 12 Tierkreiszeichen, bilden sich ein Gürtel, ein Band miteinander. Und dieser Gürtel heißt Ekliptik. Und diese Ekliptik ist nichts anderes als die 12 Tierkreiszeichen. Es befindet sich zwar noch ein 13. Sternbild, auch im Ekliptik, und es ist der Schlangenträger, aber es gehört nicht zu den 12 Tierkreiszeichen. Und dieser Mondknoten entsteht, wenn die Mondumlaufbahn einmal von Süden nach Norden die Ekliptik überquert und das nennen wir aufsteigende Mondknoten. Und wenn die Mondumlaufbahn von Norden nach Süden die Ekliptik überquert, das nennen wir als absteigende Mondknoten. Und es hat eine karmische Bedeutung. In indischen Astrologie heißt es Rahu und Ketu und es ist nichts anderes als der Drachenkopf oder die Drachenschwanz. Hier haben wir karmischen Themen. Und wenn ein Vollmond oder ein Neumond genau in diesem Knoten oder in die Nähe befindet, entstehen die Finsternisse. Und heute ist eine partielle Sonnenfinsternis. Weil die Mondknoten bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Wassermann und die Neumond ist auch im Tierkreiszeichen Wassermann. Und welche Einflüsse kommen von Sternen? In dem Moment, wo dieser Neumond entsteht, und das ist nichts anderes wie eine Sonne-Mond-Konjunktion, gerade in Tierkreiszeichen Wassermann. Das heißt mit anderen Worten, dass Sonne und Mond beiden befinden sich in Tierkreiszeichen Wassermann in gleicher Gradzahl. Dann entsteht diese Neumondposition. Für uns ist die Mond unsichtbar in einem Neumond. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht, sondern die Mond bekommt die Licht von der Sonne und reflektiert uns weiter. Und in einer Neumondposition kann kein Licht empfangen, weil die beiden treffen sie sich im gleichen Tierkreiszeichen.
In chinesischer Astrologie heißt das, dass die Himmelskaiser, das ist die Sonne, und die Himmelskaiserin, das ist der Mond, treffen sich im Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Und die beiden, die Himmelskaiserin und der Himmelskaiser, ziehen sich etwas zurück und brauchen diese Zurückgezogenheit. So beschreiben das die chinesischen Astrologen. Also heute ist dieser Neumond. In diesem Moment, wo die beiden Lichter sich treffen, geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Und im selben Moment geht die Tierkreiszeichen wieder in Westhorizont unten. Auf dem Tierkreiszeichen Waage, kommt ein Einfluss von Bärenhüter. Ein Stern von diesem Sternbild Bärenhüter bestrahlt genau in diesem Punkt, wenn Waage in Osthorizont im Neumond genau aufsteigt. Und dieser Stern heißt Seginus und übersetzt heißt es Beschützer oder Bewacher in Sternbild Bärenhüter. Und dieser Bärenhüter bewacht auch die großen Bär und die kleinen Bär. Im selben Moment geht die Tierkreiszeichen wieder in Westhorizont nach unten, hat auch einen Einfluss von Andromeda. Andromeda ist die gefesselte Königstochter, die Tochter von Cassiopeia, und die wurde dann von Perseus befreit. Und es ist die Befreiung von Ängsten. Und die beiden halten dem Gleichgewicht. Ost und West steht im Gleichgewicht. Astrologisch heißt es Aszendent, Deszendent. Und die Aszendent ist ein Symbol für Ich und die Deszendent ist ein Symbol für Du. Das heißt Ich und Du, selbst und der Partner oder Partnerin oder die Seelenpartner oder die Seelenpartnerin, wie auch immer. Hier geht es um Selbst. Darstellung, das Selbstbild oder Selbstbewusstsein und die Partnerpartnerin, die Partnerschaft. Das widerspiegelt sich in diesem Punkt und die wieder wäre ein Symbol für Neuanfang, für Neubeginn. Und die Tierkreiszeichen Waage ist Symbol für Liebe, Partnerschaft und die spiegeln sich auch etwas, weil die Aszendent oder erste Haus hat eine Analogie zu Tierkreiszeichen wieder und genau hier befindet sich jetzt die Tierkreiszeichen Waage und umgekehrt ist es, wenn die siebte Haus, was einen Bezug zu Partnerschaft oder das ist das Ehehaus, hat eine Analogie zu Tierkreiszeichen Waage. Und genau hier befindet sich jetzt bei diesem Neumond die Tierkreiszeichen wieder. Das ist wie ein Austausch gerade. Also das ist ein wichtiges Thema in diesem Neumond, die Liebe und die Partnerschaft, aber auch das Selbst, dass wir zu uns selbst auch treu bleiben und uns nicht aufopfern, aber bedeutet auch Selbstliebe. Das ist nichts egoistisch, sondern wir können erst andere Menschen lieben, wenn wir lernen, uns selbst auch lieben. Also das ist auch ein wichtiges Thema. Und ein Neumond bedeutet, und das beleuchten eher die indischen Astrologen, dass in solchen Moment schauen wir die Licht oder suchen oder finden das Licht in unserem Inneren. Wir brauchen diesen Rückzug, eine meditative Haltung, eine gewisse Nachdenklichkeit. Was wird der nächste Schritt sein? Nach Neumond beginnt auch die zunehmende Mondphase und alles, was vermehren soll, zunehmen soll, können wir beginnen oder starten. Und in einen Neumond vielleicht etwas verinnerlichen. Auf diesen Neumond, direkt auf diesen Neumond, gibt es keinen direkten Einfluss von den Sternen. Erst dann, wenn die zunehmende Mondphase beginnt, dann sind einige Glückssterne in diesem Bereich, wo dann die Mondbewegung bestrahlt. Also das eignet sich ganz gut, jetzt etwas Neues zu starten. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe. Die Neumond ist im Tierkreiszeichen Wassermann, genau, und unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe.
Unserem Planet Erde hat einen Einfluss von einem Stern und das heißt Al-Yabhach. Ja, Al-Yabhach. Genau, Al-Yabhach. Und dieser Stern heißt übersetzt Hindernisse überwinden. Und unserem Planet Erde ist ein Symbol für Materie oder das Gefühl zu bekommen, fester Boden unter unseren Füßen, Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit, etwas Neues starten auf einem sicheren Boden. Und dieser Einfluss von Al-Yabhach sagt uns aus, wenn wir etwas starten auf einen sicheren Boden, wir sollen noch die Hindernisse überwinden. Unseren Planet Erde verlässt diese Verbindung zu diesem Stern Al-Yabhach und nähert sich zu Regulus. Regulus ist ganz bekannt. Regulus ist nicht Neues, sondern das wurde beobachtet, bewundert, verehrt, auch bei Babylonier, auch bei Ägypter, später auch bei Griechen und bei Römer. Und dieser Stern Regulus ist der Stern der Könige und Herrscherhäuser immer gewesen. Und das wurde beobachtet, wann ein Imperium aufsteigt oder ein Imperium untergeht oder wann gewinnt der König oder Kaiser oder Kalifen, wie auch immer, ihren Feldzüge oder wer kommt im Thron oder wann gibt ein Wechsel in bestimmten Herrscherhäuser. Das hat immer einen Bezug zu Regulus gehabt. Regulus ist nichts anderes als der Herz der Löwen und für uns hat auch eine Bedeutung, unserem Herz wahrzunehmen, unserem Herz ernst zu nehmen, weil das ist wie eine Schatzkammer, wie eine Schatztruhe. Da ist alles geschrieben, was unserem Herz begehrt und das sind wichtige unserem Leben, das sollen wir als Ziel setzen. Natürlich erstmal die Liebe, Partnerschaft. Aber ein Herzensangelegenheit ist auch ein Hobby oder die Berufung oder die Familie oder eine Reise oder Kunst, wie auch immer. Es ist alles im Herzen geschrieben und das sollen wir in diesem Schrift lesen, weil das macht uns glücklich, was uns begeistert, wenn wir mit Herz und Seele dabei sind, wenn wir von Begeisterung richtig diese Flamme spüren. Das sind die richtigen Entscheidungen in unserem Leben, weil das macht uns glücklich. Und all das sollen wir als Ziel setzen und wenn das realistisch ist, sind auch diese Ziele erreichbar. Und das zeigt auch Regulus und Regulus wird nicht heute, aber in den kommenden Tagen einen Einfluss haben auf unserem Planet Erde. Und das sind die Einflüsse von außen. Ich habe den Zeitpunkt genommen heute bei diesem Neumond, wann dieser Neumond exakt ist. Und wie ich schon sagte, in diesem Moment geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Und das sollen wir verinnerlichen, weil ein Neumond stellt die Frage, was möchtest du erreichen? Was liegt in deinem Herzen? Was sollst du als Ziel setzen? Und damit wir eine Klarheit bekommen, dann suchen wir dieses Licht an in unserem Inneren. Das ist das innere Licht. Und genau das stellen wir heute diese Frage. Und ich beschreibe das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen. Für die Tierkreiszeichen Waage geborenen ist wichtig wahrgenommen werden. Sie haben gerade auch Glück, weil hier bewegt sich das Glückspunkt gerade. Gerade in diesem Neumond. Auch mal die Chancen, Möglichkeiten oder dieses Glück wahrzunehmen. Das Leben spiegelt etwas für die Waage geboren. Und das ist die Liebe, Partnerschaft und die Veränderungen. Etwas verändern im Leben und auch diese glücklichen Momente genießen. Glücklich zu sein. Das ist wichtig, gerade bei den Waagegeborenen.
Dieser Neumond, auch die Sonne, Mond, beide Lichter haben einen guten Einfluss auf den Wagengeborenen, weil die Tierkreise in den Wagen gehört zum Luftelement und Wassermann gehört auch zum Luftelement. Also es ist eine harmonische Verbindung und es ist wirklich eine gute Energie, Mondenergie gerade für die Wagengeborenen. Das Loslassen, das kann ein Thema sein, das ist nicht so einfach gerade. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist wichtiges Thema, die Werte und die Wertschätzung, aber auch die Finanzen. Die Finanzen in Ordnung zu bringen, die Finanzen im Fluss zu bringen oder etwas gewinnen. Aber wichtig ist noch für die Skorpiongeborenen wahrgenommen zu werden und ein Aufstieg, etwas ins Licht zu bringen. Ein bisschen Geduld noch, bis das Früchte trägt, aber in der nächsten Zeit können die Skorpiongeborenen schon Schritte machen. Wo die Skorpiongeborenen Glück haben, das sind die Gewinnchancen und in der Liebe, Partnerschaft, da ist auch eine sehr schöne fließende Energie. Und wenn die zunehmende Mondphase beginnt, dann ist ein guter Einfluss für die Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, auch die Werte, Wertschätzung und die Finanzen. In die Liebe, Partnerschaft haben Spannungen die Schützengeborenen. Und heute entsteht auch nicht nur in die Liebe, Partnerschaft diese Spannung, sondern Vorsicht, gerade was mit Geld, Geldangelegenheit, alles was mit Finanzen zu tun hat, weil es kann um einen Betrug handeln oder etwas, was zum Geldverlust führen kann. Mars und Neptun stehen in Spannung gerade. Und diese Spannung verspüren die Schützengeborenen und verspüren auch die Fischengeborenen. Das kann eine männliche Person sein, wo diese Spannung auslöst. Aber bei Neptun kann auch Täuschungen, Enttäuschungen und auch Betrug handeln. Und das ist bei den Schützengeborenen der Bereich Finanzen. Also achtsam sein mit Geld oder Investition und Vorsicht von Betrüger. Aber die Vollmondenergie, das muss ich was Positives auch berichten, diese Vollmondenergie ist sehr gut für die Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist ein wichtiges Thema, Stabilität, Sicherheit. Ein fester Boden unter den Füßen oder etwas gründen, entweder Familien gründen oder umziehen, etwas Neues beginnen im wohnlichen Bereich oder eine Firma zu gründen, etwas Neues beginnen, aber das muss eine Basis haben und die brauchen auch diese Stabilität. Wenn die Steinbockgeborenen intuitiv handeln, das kommt auch im Fluss, weil daran haben die Steinbockgeborenen auch das Glück gerade. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist sehr wichtig, diese Neumondposition, und sie sollen auf karmischen Themen achten. Alte Karma. Die alte Karma wird gerade aktiviert bei den Wassermanngeborenen. Und diese alte Karma ist nichts immer Negatives, was man loslassen soll, sondern das sind alte karmische Erfahrungen. Und es gibt immer wieder Bereiche, wo wir Meister sind, weil wir das schon früher gemacht haben. Und genau das können die Wassermanngeborenen umsetzen, wie zum Beispiel ihren Ideen oder die Berufung zu leben. Aber nicht nur diese Talente, Fähigkeiten hier sind gespeichert, sondern es kommen oft karmische Begegnungen. Und das sind aktiviert momentan bei den Wassermanngeborenen, aber auch bei den Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen bewegt sich etwas in die Liebe, Partnerschaft und sie haben auch Glück, sollen auch intuitiv handeln. Die einzige Spannung, was die Fischengeborenen gerade haben, das ist diese Neptun-Mars-Spannung. Und
Beim Mars kann eine männliche Person handeln oder bei einem Mars kann auch aggressive Handlungen handeln und Neptun löst Täuschungen, Enttäuschungen oder Betrug aus. Schwindel, so ein bisschen Schwindel oder etwas vorzutäuschen. Und diese Gefahr heute haben die Schützengeborenen und haben auch die Fischengeborenen. Besonders im Freizeit oder bei Spiel, wenn jemand zum Beispiel etwas riskieren möchte, besteht die Gefahr, dass man alles verliert. Also da achtsam sein und das trifft gerade die Fischengeborenen. Bei Neptun Energie kann auch um Alkohol und Drogen auch handeln. Also das schließe ich gar nicht aus, dass jemand gerade da die Spannung verspürt, vielleicht nicht selber, aber jemand im Bekanntenkreis oder in die Familie kann auch möglich sein und kommt eine gewisse aggressive Stimmung. Aber gute Einflüsse haben auch die Fischengeborenen und das sind die Intuitionen oder etwas in Form zu bringen, eine kreative Arbeit. Oder in die Liebepartnerschaft bewegt sich auch, das ist auch sehr schön und angenehm. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein sehr guter Einfluss dieser Neumond, weil die Tierkreiszeichen Wider und die Tierkreiszeichen Wassermann durch die Feuerelement und durch die Luftelement sind zwei befreundeten Tierkreiszeichen und das schenkt auch eine gewisse Leichtigkeit. Nicht nur das, sondern Uranus hat auch einen Einfluss auf diese Neumondposition und Uranus sind Veränderungen, Umbrüche, unerwartete Ereignisse und diese Glücksfälle sind zum Erwarten im heutigen Tag bei den Wiedergeborenen. Und weil hier in dieser Deszendentbereich oder Sonnenuntergang, wobei das ist nicht die Sonnenuntergang, sondern bei diesem Neumond geht gerade diese Tierkreiszeichen wieder in Westhorizont unter, wie ein Sonnenuntergang, genau so ist es korrekt beschrieben, bedeutet auch die Partnerschaft, weil genau in diesem Bereich ist die Tor für die Partnerschaft und für die Ehe. Also das kann auch ein wichtiges Thema sein, da Veränderungen oder Verbesserungen in Liebe, Partnerschaft oder eine neue Begegnungen oder karmischen Begegnungen ist auch möglich, sogar bei den Wiedergeborenen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen löst eine gewisse Unsicherheit aus, dieser Neumond, aber es ist wichtig, dann dieser Rückzug nach innen zu schauen, etwas nachzudenken und liebe Partnerschaft spielt eine große Rolle, gerade bei den Stiergeborenen, das in Ordnung zu bringen, in Form zu bringen, die Sicherheit, Stabilität ist sehr wichtig. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben eine wunderbare Neumondenergie, weil die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zu Luftelement, die Tierkreiszeichen Zwilling ist auch Luftelement, also das ist ein sehr schöner Einfluss, aber die Zwillingsgeborenen sollen darauf achten, wo setzen sie ihre Kraft gerade ein, weil sie brauchen die inneren Gleichgewicht. Also momentan ist wichtig ein gewisser Rückzug, die Ruhe und in dieser Ruhe liegt die Kraft und damit können die Zwillingsgeborenen einiges bewältigen, wenn das zu viel ist und versuchen, etwas in Bewegung setzen, schnell handeln, dann verlieren sie die inneren Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben Glück auf eine Reise oder in die Liebe Partnerschaft. Und wichtig ist nicht nur eine Reise, nicht nur diese Partnerschaft, was eine Verbesserung ist oder kommt im Fluss, kommt in Bewegung, sondern sie sollen auch nachdenken, wo liegt ihre wahre Berufung. Und da können sie vielleicht etwas verändern. Nicht sofort, sondern in die kommenden Tage dann starten. Aber bei diesem Neumond ist gut mal nachzudenken. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen spielt eine große Rolle, gerade dieser Neumond, weil das aktiviert auch die karmischen Knoten auch
und liegt auch gegenüber, also spiegelt etwas diese Neumondposition. Und das sind karmische Themen. Das kann karmische Begegnungen, Liebe bedeuten, aber auch die Berufung. Weil diese Berufung, diese, oft kommen diese Erinnerungen, die Talente, Fähigkeiten, weil ein Bereich, was wir schon früher gemacht haben, da sind wirklich Meister und das können wir auch jetzt als Berufung üben. Es darf man nicht erzwingen, aber gerade bei diesem Einflüsse kommt von Inneren, dann kommen diese Erinnerungen, dieser Bedürfnis und dieser Bedürfnis verspüren gerade die Löwengeborenen ganz stark ihre wahre Berufung nachzugehen. Und dieser Neumond eignet sich ganz gut dafür, mal da Gedanken zu machen, das zu verinnerlichen. Die Tierkreiszeichen, Jungfrau geboren, fühlen sich ein bisschen unsicher, aber sie suchen die liebe Partnerschaft. Wichtig ist aber, auf dem anderen zuzugehen, weil das spiegelt etwas, die Liebe, die Thema Liebe, etwas für die Jungfrau geborenen. Die versuchen das so freundschaftlich zu halten, aber ist auch wichtig, das wahrzunehmen, die Gefühle und Gefühlen zeigen oder Gefühlen annehmen. Das mal auch sehen, vielleicht hat jemand Interesse, also nicht die Augen schließen und denken, oh, das ist nur Freundschaft oder oberflächlich, sondern wirklich die Gefühle auch wahrnehmen. Und die Begegnungen kann auch im Freundeskreis sein oder in einer Gruppe mit gleichgesinnten Menschen wie ein Verein oder eine Partei, das sind die Begegnungen. Also gerade die, wo alleine sind, da sind die Chancen, gerade in die liebe Partnerschaft, weil das ist die Spiegel gerade, was die Schicksal, was das Leben zeigt für die Jungfraugeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.